By the end of 1944, the people of Germany were dying. Gegen Ende 1944 starben die Deutschen. Ihre Städte standen in Flammen, ihre Streitkräfte waren völlig eingekreist, zahlenmäßig weit unterlegen und an allen Fronten auf dem Rückzug. Und doch, auf ihrem Vormarsch fürchteten die Alliierten Deutschland immer noch, trotz ihrer eigenen ungeheuren Übermacht. Der britische Premierminister Winston Churchill fürchtete, dass der deutsche Kampfgeist wieder erstarken und Deutschland das britische Empire erneut angreifen würde. Der amerikanische Präsident Franklin Roosevelt befürchtete, dass die deutsche Industrie sich wieder erholt und die Märkte der Welt erobern würde. Der sowjetische Diktator Josef Stalin befürchtete, dass der deutsche Faschismus wieder auferstehen und den Kommunismus vernichten würde. Im September 1944 drangen die alliierten Panzer von allen Seiten in Deutschland ein. Churchill und Roosevelt trafen sich in Quebec, um zu beschließen, was zu tun sei, wenn der Krieg vorbei ist. Sie besprachen den Plan, Deutschland zu pastoralisieren. Das war ein neues Wort in Schönsprech, einer Sprache, mit der man die Menschen durch Täuschen beherrscht. Pastoralisierung bedeutete also, dass selbst nachdem sich die Deutschen ergeben hätten, es keinen Frieden geben würde. Stattdessen würde der Krieg fortgesetzt, nur mit anderen Mitteln. Instead, the war would continue by other means. Like the war itself. Wie der Krieg selbst war, so war auch das Vorgehen nach dem Krieg sorgfältig geplant. Zunächst warfen alliierte Flugzeuge eine starke Droge, Hoffnung genannt, über den deutschen Schlachtfeldern ab. Diese Droge Hoffnung bestand aus Millionen von Flugblättern, die Frieden, Nahrung und Obdach versprachen, wenn die Soldaten sich ergeben würden. Die nächste Phase wurde ebenfalls von Roosevelts Freund, dem stellvertretenden US-Finanzminister Henry C. Morgenthau, ersonnen. Auf ihrem Treffen in Quebec hatte Präsident Roosevelt den Morgenthau-Plan, Deutschland in Weideland umzuwandeln, befürwortet. Aber Churchill hatte gesagt, das sei wieder natürlich, unchristlich und unnötig. Daraufhin überredete Morgenthau Roosevelt, Churchill mit der enormen Summe von 6 Milliarden Dollar zu bestechen, damit er den Plan genehmige. Und im September 1944 segneten Churchill und Roosevelt den Plan in aller Heimlichkeit ab. In September 1944. Within a few weeks, the press discovered. Innerhalb weniger Wochen jedoch deckte die Presse auf, dass der Morgenthau-Plan die Deutschen nach dem Krieg dem Hungertod ausliefern würde. Und das empörte manche Menschen in Nordamerika und Britannien, weil sie Frieden und nicht Rache wollten. In den Vereinigten Staaten sagte der dienstälteste Republikaner Thomas Dewey, das ist, als versähe man die deutsche Armee mit 10 frischen Divisionen. Der deutsche Propagandaminister Josef Goebbels gab die Anweisung, dass jeder Zivilist sein Haus zu einer Festung machen sollte. Also verschleierte Roosevelt den Morgenthau-Plan in aller Eile unter einem anderen Schönsprechbegriff. Generalstabsbefehl JCS 1067. Unter diesem Titel also wurde der Morgenthau-Plan, Deutschland in ein Weideland zu verwandeln, umgesetzt. Und das sogar schon, bevor die Deutschen im Mai 1945 sich ergaben. In einer Pressekonferenz im März 1945 behaupteten die Alliierten, ihre vielen Millionen deutschen Kriegsgefangenen ständen nach der Genfer Konvention unter dem Schutz des Internationalen Roten Kreuzes. Ab jetzt keine weiteren Toten. Aber die Amerikaner hinderten das Rote Kreuz daran, die hungernden Gefangenen aufzusuchen. 1945 versuchte General Eisenhower, Militärgouverneur über die amerikanische Besatzungszone, dieser Behandlung einen rechtlichen Anstrich zu geben, und er beauftragte General George Marshall, eine neue Kategorie für die gefangenen deutschen Soldaten zu erfinden, genannt DEF, Disarmed Enemy Forces, entwaffnete Feindarmee. Das war natürlich noch mehr Schönfärberei. Es bedeutete nämlich, dass viele deutsche Soldaten das kostbare Recht verloren, von Lagerinspektoren des Roten Kreuzes besucht zu werden. Und war dieses Recht erst einmal abgeschafft, konnte Eisenhower die tödlichen Bedingungen in den Gefangenenlagern der US-Armee vor der Öffentlichkeit verbergen. Den Gefangenen wurden routinemäßig Obdach, medizinische Behandlung und Nahrung verweigert. Manche erhielten tagelang noch nicht einmal Wasser,
denn sie waren ja nun entwaffnete Feinde und keine Kriegsgefangenen und damit völlig rechtlos. Als junger Leutnant war Joachim Buff als Gefangener zuerst in Büderich, dann in Rheinberg. Also die Verwundeten, die da waren, so wie ich es erlebt habe, wurden nicht versorgt. Fragte überhaupt niemand nach. Wir wurden ja wie Vieh behandelt. Da war doch kein Lager. Das waren die Rheinwiesen. Das war später ein einziges Sumpfgelände. Zelte oder Unterbringung gab es nicht. Und man hatte uns alles abgenommen. Wir haben alle gefroren, wir haben gezittert, stehend, liegend, hockend. Und dann haben wir uns wie die Fußballspieler zusammengerollt und haben da versucht, eine trockene Stelle zu finden und haben da draußen gelegen. Das war so. Das haben ältere Leute alle nicht überstanden. Wir kriegten kaum was zu essen, geschweige denn was Warmes. Es gab für die ersten vielleicht 100.000 Leute gab es eine Rheinwasserstelle. Das war ein armdickes Rohr, wurde aus dem Rhein da reingepumpt und lief ständig. Und da konnte man, wenn man Glück hatte, drängten sich die Leute im Sumpf, um mit einer kleinen Büchse da das Rheinwasser rauszuholen. Was das für Folgen an Typhus und habe ich auch gehabt. Die Hauptvorkehrung, die Amerikaner für die meisten Gefangenen als erstes trafen, war das Errichten von Stacheldrahtzäunen rund um die sumpfigen Wiesen entlang dem Rheintal. Jeder Uniformträger in Deutschland, ob Straßenbahnfahrer oder Förster, und selbst die verwundeten Soldaten in den Krankenhäusern mit ihren Krankenschwestern, wurden an die Stacheldraht-Gefängnistore gebracht. Sie wurden ihrer Erkennungsmarken und Wertgegenstände beraubt und dem Schlamm überlassen. Die Plünderungen sind nachher im sogenannten Lager tagtäglich. Das gehörte zum Tagesablauf. Dass US-Soldaten, einer mit Maschinenpistole und ein anderer, der dann die Leute ausraubte, nicht? Alles vorzuzeigen, Eheringe, Orden und Ehrenzeichen, wer das hatte, das hatten sie rund um den Körper. Die Uhren hatten sie bis oben an den Arm, also alles und alles, was sie nicht interessierten, schmissen sie in den Dreck. Die haben gesagt, der Ring geht nicht ab und dann haben sie ein Messer gezogen und haben den Finger und haben den einfach abgehakt. Vor dem Roten Kreuz und Journalisten verborgen, begannen die Amerikaner falsche Aufzeichnungen über die Gesamtzahl der Gefangenen zu machen. Einschließlich des Transfers oder der Zugänge und so weiter. Aber es gab da eine seltsame Kategorie, Other Losses, zu Deutsch weitere Verluste. Die Bedeutung dieses Begriffes wurde 1988 von Oberst Lauben erklärt. Weitere Verluste bedeutete Tote und Entflohene. Und die Zahl der Entflohenen war sehr klein. Weniger als 0,1%, sagte Oberst Lauben. Von Washington erhielt Eisenhower den Befehl, die Situation in den Lagern geheim zu halten. Die Botschaft lautete: Die Deutschen sind für die Ernährung und die Unterhaltung der entwaffneten deutschen Truppen selbst verantwortlich und es sollte keine öffentliche Erklärung bezüglich des Status deutscher Streitkräfte oder entwaffneter Truppen geben. Aber den Gefangenen selber, die auf dem offenen Feld im Schlamm lagen, war ihr Status sehr wohl bewusst. Als wir also aus den Wagen runtergetrieben wurden, wurden wir auf diese Wiesen in einen großen Pulk getrieben. Und dann wurde uns das per Lautsprecher gleich zu Beginn gesagt, ihr seid keine Gefangenen, ihr seid disarmed enemies, entwaffnete Feinde und fallt deswegen nicht unter die Genfer Vereinbarung. Und außerdem wurde gesagt, damit das gleich klar wäre, in Englisch und in Deutsch, auf Befehl von Eisenhower, dass sie nicht gekommen wären, uns vom Nationalsozialismus zu befreien, sondern wir sind gekommen, um Deutschland endgültig auszuschalten.
Zunächst war Eisenhower befohlen worden, seine Gefangenen aus den geringen, erbeuteten Wehrmachtsbeständen zu ernähren und nicht aus den reichlich vorhandenen amerikanischen Vorräten. Aber wenige Wochen später, am 8. Mai, versandte Eisenhower über die örtlichen Verwaltungen die entgegengesetzte Botschaft an alle deutschen Bürger, dass unter keinen Umständen in der Bevölkerung Lebensmittel gesammelt werden dürfen, um sie deutschen Kriegsgefangenen zuzustellen. Wer dieses Gebot übertritt, um gegebenenfalls unter Umgehung der Absperrung den Gefangenen trotzdem etwas zukommen zu lassen, setzt sich der Gefahr aus, erschossen zu werden. In Unkenntnis dieses Befehls hörte die 16-jährige Irene Balz von der furchtbaren Not in dem Gefangenenlager in der Nähe ihres Elternhauses in Heilbronn und brachte einen Korb voller Lebensmittel, die sie bei den Bauern der Umgebung gesammelt hatte, zum Lager. Wir dachten, das ist ja wunderbar. Dann kriegen die Burschen wenigstens ein bisschen zu essen und sie können es mit den anderen teilen. Also wir gingen zum Lager und wir sahen einen amerikanischen Soldaten, der sie bewachte. Es waren sehr viele. Aber er stand da, als wir kamen, und wir fragten ihn, ob er den Gefangenen unseren Essenskorb geben würde. Er sagte aber sicher, öffnete das Tor und wir folgten ihm. Er ging hin und stellte den Essenskorb neben eines dieser Erdlöcher in der Nähe. Und plötzlich sah man, wie 3, 4 Gefangene herauskrochen, aber kaum waren sie nah an unserem Korb, da nahm der Soldat einen Kanister mit Benzin, warf ihn hinein mitsamt einem brennenden Streichholz und ging alles in Flammen auf. Meine Freundin und ich standen da und heulten wie 2 kleine Kinder. Darauf geht, drohen er den, put the match into it and everything went up in flames. And naturally, my girlfriend and I, we stood there and cried like 2 little kids. Eisenhowers neue Befehle wurden so streng durchgesetzt, dass einem US-Wachsoldaten namens Martin Brech angedroht wurde, dass er erschossen würde, wenn er den Gefangenen Brot gäbe. Ich war Wachsoldat der US-Armee im Gefangenenlager und wurde gewarnt, nichts von meinen Erlebnissen dort zu erzählen, sonst würde ich Ärger kriegen. Und warum, glauben Sie, hat man Sie davor gewarnt? Die Bedingungen im Lager waren abscheulich. Wir verwehrten ihnen anständige Nahrung. Einmal am Tag bekamen sie eine Schüssel Wassersuppe, nichts Nahrhaftes darin, sodass sie Gras und irgendwelche Kräuter hineinwarfen, wenn sie dergleichen finden konnten. Sie waren am Verhungern und wir hatten nicht einmal genug Wasser für sie. Wir waren nahe am Rhein, also krochen sie unter den Stacheldrähten hindurch, um an etwas Wasser zu kommen. Und wenn sie das taten, schossen wir mit dem Maschinengewehr auf sie. Mit dem Maschinengewehr? Ja, und sie hatten keine Decken, keine Zelten, einige hatten keine Mäntel und sie schliefen einfach im Schlamm. Es war April, es war Kriegsende und es war ein kalter, später Frühling. Sie starben in Massen. Was uns am meisten schockierte, war, wie die LKWs die Leichen abtransportierten. Beim Wachdienst wurde uns gesagt, auf jeden Zivilisten zu schießen, der sich dem Drahtzaun näherte, egal aus welchem Grund. Und diese Gefangenen hatten sich in der Erwartung ergeben, dass sie gemäß der Genfer Konvention behandelt würden. Stimmt das? Das stimmt. Sie unternahmen große Anstrengungen, sich lieber uns zu ergeben als den Russen. Sie dachten, dass wir sie anständig behandeln würden. Und sie wurden in Uniform gefangen genommen, sie begingen kein Kriegsverbrechen und ihnen ist kein Kriegsverbrechen vorgeworfen worden. Ist das richtig so? Wir hatten Gefangene im Alter, sie sahen aus wie 12 oder vielleicht jünger, und über 70, alte Männer und sehr junge Kinder im Lager. Und dieses Lager bestand einfach aus einem Feld, Stacheldraht und sterbenden Gefangenen. Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Ich war 18 und für mich war das eine ungeheuerliche Erfahrung. Ich war schockiert und einige der anderen Wachsoldaten waren ebenso schockiert. Einige waren auch völlig gleichgültig. Habt ihr euch alle zusammengetan und protestiert oder Ähnliches? Nein, ich erhob als Einzelner Protest bei meinem unmittelbaren Vorgesetzten. Und ein Freund hatte Küchendienst, er gab mir Sonderrationen. Also warf ich sie über den Stacheldraht und... I've kept silent so long, I can't, you know, it's been repressed so long.
Ich habe so lange schweigend darüber gewahrt. Ich bin so lange unter Druck gewesen und also ich wurde mit dem Kriegsgericht bedroht. Und schließlich, als ich weiter Essen verteilte, drohte mir ein wütender Offizier mit Erschießung. Wahrscheinlich war das eine Übertreibung, aber dies, es schienen mir sehr strenge Befehle zu sein, die sie befolgten. Einer machte sich die Mühe, mir zu erklären, dass sie auch nur Befehle befolgten. Und ich sollte ja nicht wagen, dagegen aufzubegehren. They were following orders too, and this is the way it should be, and I dare not oppose them. Perhaps it was not hyperbole. Das war wohl keine Übertreibung. Die Franzosen, die im Juli 1945 viele Hunderttausende Gefangene von den Amerikanern übernahmen, um sie als Arbeitssklaven zu benutzen, hatten auch solche Befehle. Dieser Befehl lief der Genfer Konvention und auch Eisenhowers eigenem, ehemals gegebenen persönlichen Versprechen an die deutschen Soldaten zuwider. Mehrere Frauen wurden vom Wachpersonal der Rheinwiesenlager erschossen. Unter ihnen auch Agnes Spierer, die den Gefangenen in den französischen Lagern in Dietersheim Lebensmittel bringen wollte. Im Lager Bretzenheim an der Nahe betrugen die Tagesrationen 800 Kalorien. Das weisen die in einem umfangreichen Buch gebundenen Bezugsscheine der US-Armee aus. Aber der Hungertod wäre vermeidbar gewesen, es sei denn, er geschah aus Rache. Jenseits der Nahe in Bad Kreuznach war der junge Zivilist Walter Eberhardt aus seiner Wohnung heraus verhaftet in einem anderen großen Lager. Ich habe 2 Tage nichts bekommen, am dritten Tag 3 rohe Kartoffeln. Kurz danach brach die Ruhe aus in dem Camp aufgrund dieser Ernährung. Ich habe aber dann später im Jugendcamp Erleichterung erfahren. Da wurde Brot eingeführt, 100 Mann ein Brot, ein Hundertschaftsführer bekam ein Brot, der hatte unter sich 10 Zehnerschaftsführer, unter deren Aufsicht wurde das Brot in 10 Teile geteilt und der Zehnerschaftsführer ging zu seiner Zehnerschaft und teilte dieses Zehntelbrot dann wieder in 10 Teile. So wurde das Brot eingeführt. Joachim Buff beschreibt umfangreiche Lebensmittelvorräte in seinem Lager in Rheinberg. Die Versorgungslage mit dem Essen war, wenn man sich die Riesenberge, haushohe Berge, von Verpflegungskartons, die waren haushoch aufgeschichtet, zum Teil noch aus deutschen Beständen, sah das aus, als wäre die Verpflegungslage sehr gut. Ich habe es einige Male erlebt, da saßen die, die die Verpflegung ausgaben, saßen auf den, ganz hoch auf den Kisten. Und als die Offiziere dann kamen, der Reihe nach, immer für die je Hundertschaft bzw. je Zehnerschaft, hieß es, ihr kriegt heute nichts, ihr wart die Hauptverbrecher. Und dann kamen wir zurück zu den hungernden Leuten und sagten, wir haben heute nichts bekommen. Großbritannien und Kanada hatten 2 Millionen Gefangene, die etwas weniger zu erleiden hatten als die meisten anderen. Wenngleich einige ihrer Lager wie Overijssel und Aurich wahre Höllenpfuhle der Krankheit und Verwahrlosung waren. Auch wurden in den Verhörzentralen Bad Nenndorf Soldaten gefoltert und misshandelt, aber die meisten Gefangenen wurden 1945 rechtzeitig zur Erntehilfe entlassen. Die tödlichen Bedingungen waren nicht nur auf die amerikanischen Lager am Rhein entlang beschränkt, sondern herrschten in allen 200 amerikanischen Lagern in Deutschland. Generalmajor Richard Steinbach, damals Oberst der 7. US-Armee, übernahm das Lager in Heilbronn, das für 200.000 Gefangene errichtet war. I was deputy to General Van Leer, who was deputy theater commander to Eisenhower. Ich war stellvertretender Befehlshaber von General Van Leer, der stellvertretender Befehlshaber von Eisenhower war. 1945 wurde es offensichtlich, dass das Kriegsgefangenenlager in Heilbronn, das im Rheingebiet lag, sehr schlecht geführt wurde und die Gefangenen wurden nicht ordnungsgemäß behandelt.
Es war völlig überfüllt, mit viel mehr Personen belegt, als dafür vorgesehen war. Wir sahen, wie sich Männer Löcher in den Boden gruben. Schliefen einige der Männer in den Erdlöchern ohne jeden Wetterschutz? Ja, die meisten. Sie bekamen um die 1100 Kalorien pro Tag. Und ist das genug für den Lebenserhalt? Nein, dazu braucht es 1700 Kalorien. Was haben Sie gedacht, als Sie diese Bedingungen sahen? Dass sie verbessert werden müssten. Ich befahl dem Lagerkommandanten, zusätzliche Rationen auszugeben. Haben Sie jemals vom Morgentauplan gehört? Ja. Wissen Sie, was der Plan bedeutete? Er bedeutete den Hungertod für die deutschen Kriegsgefangenen und die deutsche Bevölkerung. Wissen Sie, wann der Plan in Kraft trat? Unmittelbar nach dem Krieg. Do you know what the plan meant? It meant starvation for the German POWs and the German population. When did that plan start operating, do you know? Immediately after the war. Kurze Zeit später wurde Steinbach auf Krankenurlaub zurück in die Vereinigten Staaten geschickt und die Versorgungsknappheiten fingen von neuem an. Das Herausschleppen der Leichen aus dem Lager in Heilbronn war eine solch schwere Aufgabe, dass die Armee ein Scheinkrankenhaus in der Nähe des Lagertors baute, in das die halbtoten Gefangenen zum Sterben gebracht wurden. So war der Weg zu den Lastwagen, die die Leichen abtransportierten, für das Wachpersonal nicht allzu weit. Der Leiter des Scheinhospitals im Lager Heilbronn, Daniel McConnell, war ein Gefreiter ohne medizinische Ausbildung, ohne Ärzte an seiner Seite, ohne Medikamente außer Aspirin. Nach dem Krieg wurde ihm hundertprozentige medizinische Behinderung wegen posttraumatischer Belastungsstörung zugesprochen, größtenteils wegen seiner Heilbronner Erfahrung. Die Amerikaner waren nicht die einzigen, die die Deutschen bestraften. More than 750,000 prisoners were delivered half dead. Über 750.000 Gefangene wurden halbtot zur Sklavenarbeit bei den Franzosen abgeliefert. Die Amerikaner transportierten sie zu den französischen Lagern in überfüllten Güterwagen zusammen mit Särgen und Säcken voll Ätzekalk zur Desinfektion ihrer Leichen. Die Franzosen schickten Tausende von Gefangenen über die Minenfelder, ungeübt und unzureichend ausgerüstet zum Ausgraben der Minen. Viele von ihnen wurden zerfetzt. Die französischen Lager stanken so schlimm nach faulenden Leichen und nach den Latrinen, dass diese Ereignisse von Journalisten in der Presse veröffentlicht wurden. Le Monde in Paris brachte im Herbst 1945 einen Bericht eines klugen jungen Autors namens Jacques Fauvet heraus. Wie man heute über Dachau spricht, werden einmal in 10 Jahren die Leute in der ganzen Welt über Lager wie Saint-Paul-de-Joux reden, wo 17.000 Gefangene so schnell dahinstarben, dass innerhalb 2 Wochen 2 Friedhöfe mit je 200 Gräbern gefüllt wurden. Das ist eine Todesrate von über 65% pro Jahr. In Europa lag zu dieser Zeit die Todesrate bei Zivilisten unter 2% pro Jahr. Mit anderen Worten, auf jeden normalen Todesfall in Europa kamen 30 ausgelieferte Deutsche, die in Saint-Paul-de-Joux starben. Fauvet fährt fort. Die Leute werden dagegen einwenden, dass die Deutschen bezüglich der Ernährung unserer Männer nicht gerade zimperlich waren. Aber selbst wenn sie die Genfer Konvention tatsächlich verletzten, kann das kaum rechtfertigen, dass wir ihrem Beispiel folgen. Jean-Pierre Prédavant, Repräsentant des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, besuchte das französische Lager in Thorey-le-Pin spät im September 1945, fotografierte die hungernden Gefangenen dort und schrieb einen Bericht, in dem er sagte, dass die 200.000 Gefangenen in ihrem gegenwärtigen Zustand den kommenden Winter nicht überleben werden. Der Oberbefehlshaber des französischen Lagers, Generalmajor Louis Besson, schrieb, sie bekommen genug zu essen, genug, dass sie nicht allzu schnell sterben. Der 17-jährige Wolfgang Heinrich wurde von Rheinsberg in ein Lager nach Frankreich verbracht. In Le Mans schossen manchmal die Bewachungssoldaten, das waren Franzosen, die schossen einfach mal so aus Spaß ins Lager, nachts.
Und naja, die Verpflegung wurde auch zum größten Teil wahrscheinlich verschoben, denn es war so gering, dass wir in Le Mans erst richtig schlapp wurden. Wenn man da aufstehen wollte, dann musste man sich am Zeltstab festhalten. Als Junge, nicht? So unterernährt war man. Waschen war nicht möglich und die Toiletten waren eben auch nicht vorhanden. Da gab es nur, wie die Soldaten sagten, den Donnerbalken. Und wer da in schlechtem Zustand sich draufsetzte und hinten überfiel, der war weg. Die französischen Lager wurden bekannt als Le Camp de la Mort Lente oder als Lager des langsamen Todes. Im Sommer 1945 wurde der Morgenthau-Plan von den siegreichen Alliierten in das Potsdamer Abkommen aufgenommen und von Truman, Churchill und Stalin unterzeichnet. Er machte Rache zur offiziellen Politik und sanktionierte den Hass, den die deutschen Zivilisten und ihre europäischen Verbündeten bereits zu spüren bekamen. Über 16 Millionen Menschen wurden aus Ostpreußen, Schlesien, Pommern und anderen kleineren Gebieten gewaltsam aus ihrem Land und ihren Häusern vertrieben. Fast ihr ganzes Hab und Gut mussten sie zurücklassen. Das Wenige, das sie mitnehmen konnten, stapelten sie auf Pferdewagen, Handkarren und sogar auf Kinderwagen. Während die Bauern die Landstraßen entlang zogen, folgte ihnen ihr Vieh auf den Feldern. Der sowjetische Schriftsteller Ilja Ehrenburg schrieb für seine Heereszeitung Rote Fahne Artikel, in denen er die Sowjetsoldaten aufhetzte, so viele Frauen wie nur möglich zu vergewaltigen. Millionen deutscher Frauen wurden ihr Opfer. Der Dichter Alexander Solschenizyn schrieb, als er 1945 Sowjetoffizier war, aus Scham über die Massenvergewaltigungen in Ostdeutschland in seinem Gedichtband »Preußische Nächte« die Verse: 22, Höringstraße, noch kein Brand, doch wüst geplündert, durch die Wand gedämpft ein Stöhnen, lebend find ich noch die Mutter, waren's viel auf der Matratze, Kompanie, ein Zug, was macht es? Tochter, Kind noch, gleich getötet, schon vernebelt, augenblutig, bittet, töte mich, Soldat. This poem. Dieses Gedicht des Nobelpreisträgers für Literatur blieb 30 Jahre lang unveröffentlicht. Bis vor kurzem konnten nur wenige Menschen in Deutschland und Russland darüber sprechen, was geschehen war. Einige konnten sich überhaupt nicht dazu überwinden, von ihrem Schicksal zu erzählen. Anna Türr war ein 17-jähriges Mädchen, als sie als Arbeitssklavin in die Ukraine geschickt wurde. I haven't talked about it for years. Ich habe jahrelang nicht darüber gesprochen. Ich wollte meine Kinder nicht aufregen. Sie sollten ohne irgendwelche Hassgefühle aufwachsen. Ich war erst 17, als ich für 2,5 Jahre in ein Arbeitslager in der Ukraine nach Kryvyi Rog deportiert wurde. Nach den 2,5 Jahren kam ich zurück, wog nur noch 30 Kilo. Ich hatte mein Zuhause verloren, ich hatte die meisten meiner Verwandten verloren und ich war ganz allein im Osten Deutschlands. Ich habe nie erfahren, was mit meiner Mutter oder mit meinen Großeltern geschehen ist. Ich wollte einfach nur nach Hause. Aber wir sind nie mehr nach Hause gekommen. And I just wanted to get home, but we never got home. It was not until 1990 that Johannes. Erst 1990 veröffentlichte Johannes Heising, erst Gefangener der Amerikaner, dann der Franzosen, später Abt eines Klosters am Rhein, ein Buch über seine Erfahrungen in dem amerikanischen Lager Remagen. Daraufhin schrieb ihm ein anderer ehemaliger Gefangener im Lager Remagen und fragte ihn, warum er nicht die amerikanischen Bulldozer beschrieben hätte, wie sie Männer in ihren Erdlöcher bei lebendigem Leib begruben, während andere Gefangene Mörder, Mörder riefen. Heising sagte, wir wollten den ganzen Umfang des Leidens und die sterbenden Kameraden nicht sehen. Die Schrecken der Lager und die Schrecken der Niederlage und der Besatzung bewirkten eine Form der Zensur,
weil das menschliche Gemüt sich selber vor grausigen Erinnerungen schützt, indem es die Aufnahme der schlimmsten Bilder verweigert. Selbst im Deutschen Bundestag wurde ein Vierteljahrhundert nach dem Krieg die Wirklichkeit durch die Selbstzensur verdrängt. 1969 teilte der Außenminister Willy Brandt dem Bundestag mit, dass das Außenministerium sich in das Verlagswesen einmischen müsse. So konnte er eine Gruppe deutscher Autoren anweisen, wie sie über die 1,5 Millionen Soldaten zu schreiben hätten, die nach 24 Jahren noch immer vermisst waren. Willy Brandt sagte, dies geschehe deshalb, um die Autoren davon abzuhalten, eine Diskussion in der Öffentlichkeit des In- und gar Auslandes zu provozieren, die nur alte Wunden wieder aufreißen würde und der auf Versöhnung ausgerichteten Außenpolitik nicht dienlich gewesen wäre. Auf höchster Regierungsebene war es also offizielle Politik zu behaupten, die Deutschen allein trügen die Schuld am Krieg und nur deutsche Gräueltaten sollten zählen. Das Bildungswesen und die Medien wurden streng kontrolliert, sodass die neue Generation in dem Glauben aufwuchs, ihre Vorfahren seien im Weltmaßstab einmalig verbrecherisch. Der Schönsprech hinsichtlich der Geschichte wird auch heute noch den Deutschen aufgezwungen. In Deutschland ist das, was man weiß, nicht wahr. Und was wahr ist, ist unbekannt. Konrad Adenauer, 1945 Oberbürgermeister von Köln, hatte die Schönfärberei noch nicht gelernt. 1945 sagte Adenauer einem Offizier der US-Armee ins Gesicht, dass Tausende von deutschen Gefangenen gestorben seien, weil sie in amerikanischen Lagern unter Bedingungen gehalten wurden, die gegen die Genfer Konvention verstießen. Er zitierte normale Deutsche, die sagten, dass die Amerikaner, die so handelten, nicht besser seien als die Nazis. Aber durch ihre deutschen Vasallen zensierten die Alliierten solche Bemerkungen in den deutschen Medien. Also musste sich Kanzler Adenauer im März 1949 aus dem alliierten Kontrollbereich hinaus in das Schweizer Parlament in Bern begeben, wo er offen über die deutschen Vertriebenen sprechen konnte. Adenauer sagte, und dies sind seine handschriftlichen Notizen, die später in seinen Memoiren wiedergegeben wurden. 6 Millionen deutsche Flüchtlinge sind vom Erdboden verschwunden. Sie sind gestorben, verdorben. Das war umso schockierender, weil die 6 Millionen Flüchtlingstoten zu den 1,5 Millionen in der Gefangenschaft Umgekommene hinzuzuzählen waren. Die Deutschen und die Alliierten gingen davon aus, dass Adenauer die Wahrheit sagte. Aber in ihren Zeitungen stritten die Alliierten das voller Zorn ab. Ein paar besorgte Leute in den Heimatländern der Alliierten teilten Adenauers Meinung. 1946 stattete der britische Schriftsteller und Verleger Victor Gollancz der britischen Zone einen Besuch ab, der große Aufmerksamkeit erregt hatte. Gollancz beobachtete hungernde Kinder in den Trümmerhaufen der Städte, die einst Düsseldorf und Hamburg gewesen waren. In seinen Büchern übte Gollancz scharfe Kritik an der Heiligen Allianz und forderte Nahrung und Obdach für die Hungernden und Obdachlosen. Der kanadische Autor und Rundfunksprecher Robert Greer Allen liest aus seinem Berliner Bericht von 1945, wo er Flüchtlinge im Stettiner Bahnhof sah. Menschen saßen auf Kleiderbündeln und kauerten bei ihren Handkarren. Sie waren alle erschöpft, ausgehungert und elend. Wir sahen ein Kind, ein Mädchen von vielleicht 4 oder 5 Jahren, mit nur halb geöffneten Augen. Das Köpfchen rollte ihr immer wieder zur Seite und sie bewegte ihre Lider so langsam, als ob sie nur noch halb am Leben wäre. In the United States Senate. Im US-Senat protestierten die amerikanischen Senatoren William Langer und Kenneth Very heftig gegen die Lage in Deutschland, aber die wichtigsten amerikanischen Medien ignorierten sie. Also suchten sie Präsident Truman auf, um ihn zu überreden, Herbert Hoover zum Leiter einer Anti-Hunger-Kampagne zu ernennen. Hoover hatte nach dem Ersten Weltkrieg eine sehr erfolgreiche Lebensmittelkampagne geleitet. Also wäre er in der Lage, sofort einen weltweiten Feldzug für Hungerhilfe in Gang zu setzen. Unter dem in die Direktive JCS 1067 eingefügten Morgenthau-Plan war Deutschland 1945 bis 1946 von allen Hilfsmaßnahmen ausgeschlossen worden.
Aber Hoover und die Kanadier erstreckten ihre Hilfe bald auch auf den ehemaligen Feind. Die kanadische Regierung unter Premierminister Mackenzie King übergab so viele Nahrungsmittel an das weltweite Programm, dass die kanadische Regierung die Rationierung der Lebensmittel für die Kanadier selbst bis 1948 fortsetzen musste. Der Vertreter des kanadischen Kabinetts, Mitchell Sharp, sagte überrascht auf die Frage, warum die Regierung dies tue: "Tja, das tun wir eben." Damit sagte er: "So handeln die Menschen, sie helfen immer einander, wenn sie nicht von einer höheren Gewalt, zum Beispiel dem Krieg, gehindert werden." Diese gewaltige Kampagne wurde von Amerikanern und Kanadiern durchgeführt, mit einiger Unterstützung von Argentinien und Australien. Die Hoover-Speisung wurde an Kindern in Schulen ausgeteilt. Daran erinnern sich viele Deutsche heute noch. Ein Kind schickte an Herbert Hoover einen Dankesbrief mit dieser Karte. Sie zeigt die Route, auf der die Lebensmittel per Eisenbahn und Schiff über den Atlantik zu einer Schule in Hamburg gelangten. Aber aus Furcht vor der öffentlichen Meinung in ihren eigenen Ländern mussten die Alliierten verbergen, was sie in Deutschland Gutes taten. Also mussten sie auch verbergen, dass sie selbst das Leiden verursacht hatten. Deshalb wurden die ungeheuren Anstrengungen der Hungerhilfe 50 Jahre lang verschwiegen, während Schriftsteller und Filmemacher im Auftrag der Westlichen Allianz Tausende von Filmen und Büchern über ihr Lieblingsthema herausbrachten. Die Deutschen als wilde Mordgesellen in der ganzen Welt wütend. Und dabei bleiben sie auch noch bis heute. Als Konrad Adenauer 1949 Kanzler von Westdeutschland geworden war, beschloss er, den Gerüchten über den Massentod unter den vermissten Gefangenen nachzugehen. Er ernannte den Ausschuss für Kriegsgefangenenfragen, der 1953, 9 Jahre nach dem sogenannten Frieden oder nach 9 Jahren Pastoralisierung, die Namen der über 1.154.000 deutschen Kriegsgefangenen aufführte, die immer noch vermisst wurden. Die Adenauer-Regierung übergab diese Liste vermisster Kriegsgefangener den Vereinten Nationen in New York, mit der Aufforderung, in dieser Sache die Initiative zu ergreifen. Nichts geschah. Während andererseits unzählige Denkmäler deutsche Verbrechen in Polen, Deutschland, Frankreich, England, Kanada und den Vereinigten Staaten errichtet wurden. Wegen der Spannungen im Kalten Krieg war Adenauers Gefangenenstatistik für Ost- und Mitteldeutschland unvollständig. Und spätere Übersichten, die Ost- und Mitteldeutschland einschlossen, zeigten, dass die wahre Zahl der vermissten Kriegsgefangenen in den Lagern der Alliierten, UdSSR, USA und Frankreich zusammen, zwischen 1,5 und 2 Millionen Toten lag. Bei den Zivilisten war in ganz Deutschland durch Krankheit und Hunger die Todesrate höher, als sie seit dem Mittelalter gewesen war. Und in Berlin war im Sommer 1945 die Todesrate bei Säuglingen und Kindern fast 100%. Die wenigen ausgemergelten Überlebenden hatten eine 10-fach höhere Todesrate als der Rest Europas. Times the rate in the rest of Europe. Eva Berg war 1945 selber die junge Mutter eines Babys in einer kleinen Stadt in Thüringen. I had ration card number 2 and I was hungry all the time. Ich hatte die Lebensmittelkarte Nummer 2 und war immer hungrig. Das tut so weh, als hätte man die grauenhaftesten Zahnschmerzen im Magen. Immerzu. Aber wenn man Soldat war. Wir trafen einen älteren Mann, der hatte die Lebensmittelkarte Nummer 5. Und da konnte man sich schon ausrechnen, wann er verhungern würde. I must figure out on paper when he was going to be dead of starvation. For years the Allies imposed severe trade restrictions. Jahrelang verhängten die Alliierten strenge Handelsbeschränkungen, um eine Erholung Deutschlands zu verhindern. Die Kommunikation zwischen den Besatzungszonen war verboten oder eingeschränkt. Dadurch war dem normalen Geschäftsleben eine Wiederbelebung unmöglich. Aus den Fabriken wurden von den Alliierten sämtliche Maschinen geraubt und abtransportiert. Der Presse wurde angeraten, über diese Vorgänge nicht zu berichten. Herbert Hoover schreibt, dass er nur 1/10 von dem glauben konnte, was die Morgenthau-Leute ihm mitteilten. Sie berichteten selbst ihm alles nur im Neusprech der Schönfärberei. Deutsche Nahrungsmittel aus der Eigenproduktion wurden einfach eingezogen. Ebenso Holz, Kohle und fast 1/3 besten deutschen Ackerlandes wurden den Deutschen geraubt.
Die Deutschen zahlten über 20 Milliarden Dollar an Reparationen. Das war der Betrag, den die Alliierten selber zugaben. Aber der wahre Betrag war um ein Vielfaches höher. Der amerikanische Historiker John Gimbel fand heraus, dass die Alliierten Diebstähle allein an geistigem Eigentum im Wert von 4,8 bis 12 Milliarden Dollar verheimlichten, dazu weitere Milliarden an konfiszierten Auslandsvermögen, Schiffsbestand, Maschinen, Kohle, Holz und so weiter und so weiter. Da die Männer tot, gefangen, verkrüppelt oder versklavt waren, übernahmen die Frauen Verantwortung und Schwerstarbeit. Diese Trümmerfrauen klopften mit der Hand den Mörtel von jedem einzelnen Ziegelstein, um die zerstörten Städte Stein für Stein wieder aufzubauen. Hungernde Mütter kümmerten sich um hungrige Kinder in den Kellerruinen, spärlich unterstützt von der Hungerhilfe aus Nordamerika. Die Lage in Deutschland war grotesk. Die Alliierten rissen Fabriken ab, forderten aber gleichzeitig von der deutschen Industrie Reparationen, hungerten die Menschen aus, aber zwangen sie zu arbeiten, übten tödliche Rache, aber schickten sogenannte Care-Pakete. Je mehr die Heilige Allianz ihre Verbrechen mit Neusprech verdeckte, umso mehr verließ sie sich auf die Schönfärberei. Je mehr sie sich darauf verließ, desto mehr glaubte sie es selber, bis sie buchstäblich nicht mehr wusste, was sie sagte. 1947, auf einem Treffen mit den Russen auf höchster Ebene während der größten Hungersnot, war der US-Außenminister so uninformiert, dass er den Sowjets bei Tisch erzählte, die Amerikaner hätten nur 10 Millionen an Reparationen kassiert, wohingegen sie, die Sowjets, einen Wert von über 5 Milliarden Dollar eingenommen hätten, also das 5000-fache. Die Sowjets und Amerikaner bezichtigten sich gegenseitig der Lüge über ihre Reparationen, während die Deutschen auf den Straßen verhungerten. Unfähig, ehrlich miteinander zu reden, misstrauten die einstigen Alliierten einander so sehr, dass die Westalliierten anfingen, die Deutschen in den drei Westzonen zu stützen, sodass sie Verbündete gegen die Sowjets im Ostteil Deutschlands wurden. Die Westalliierten setzten die Reparationsforderungen herab, führten die Währungsreform durch, erlaubten die Auswanderung und stellten den Nachrichtenverkehr wieder her, wenngleich sie die freie Rede nicht zuließen. Die Westdeutschen brachten das Wirtschaftswunder in Gang. Am Anfang standen Hungersnot und Trümmer und praktisch das völlige Fehlen von natürlichen Ressourcen. Doch innerhalb von 15 Jahren erreichten sie die wirtschaftliche Vorherrschaft in Europa, die zu verhindern die Alliierten zwei Weltkriege geführt hatten. Bald gehörten die Westdeutschen wieder einmal zu den wohlhabendsten Menschen dieser Welt. Auf diese Weise bewiesen sie der Heiligen Allianz, dass Widerstand mittels Krieg gegen die wirtschaftliche Überlegenheit der Deutschen sinnlos und für die Deutschen zur Erringung von Vorherrschaft Krieg nicht nötig war. In aller Welt bewunderten die Menschen die Deutschen wegen ihrer erstaunlichen Leistung. Niemand fragte danach, warum sie doch vor kurzem Hunger und Verarmung erlitten hatten. Wenn die Historiker der Heiligen Allianz überhaupt etwas über Deutschland unmittelbar nach 1945 geschrieben haben, dann gingen sie hemmungslos über die Millionen toten Deutschen hinweg, um Loblieder über die Nürnberger Prozesse gegen die Naziführer anzustimmen. Schönfärberei plus Scham über ihre eigenen Todeslager und der Widerwille gegen dieses hässliche Thema selbst machte die Erforschung über die Besatzungszeit zunichte. Abgesehen von wenigen Büchern über die Vertreibungen in kleiner Auflage wurde über den Morgenthau-Plan und die Hungersnot in Deutschland auch viele Jahre nach dem Krieg nichts Genaues veröffentlicht. Westliche Historiker behaupteten damals, die Hungersnot sei durch den weltweiten Nahrungsmittelmangel verursacht worden. Aber das wurde von den Vereinten Nationen offiziell widerlegt. Die Nahrungsmittelproduktion der Welt war 1947 höher als je zuvor. Aber viele Deutschen verhungerten. Und das nur, weil die Alliierten ihnen die Nahrung verweigerten. Es starben mehr Millionen Deutsche durch alliierte Aktionen nach dem Krieg als während des Krieges. Aber bis 1989 wurde genaues nicht aufgezeichnet. Die deutsche Reichsregierung zählte während des Krieges ungefähr 4,5 Millionen tote Soldaten und Zivilisten.
Die vom US-Botschafter Robert Murphy beobachteten deutschen Volkszählungen haben erwiesen, dass sich die Zahl der Toten nach dem Krieg auf erschreckende Weise ungeheuer erhöhte. Mit Sicherheit auf 9 Millionen tote Deutsche mehr und vielleicht bis zu 14 Millionen in den nächsten 6 Friedensjahren. Und das nur aufgrund der alliierten Politik. Die sichere Gesamtzahl ist nicht zu ermitteln, weil die alliierten Regierungen dieses entsetzliche Abschlachten eines ganzen Volkes geheim hielten. Und das tun sie auch heute noch. Wie der US-Marineoffizier Dr. Albert Behnke sagte, Deutschland wurde einem physischen und psychischen Trauma unterworfen, das keine Parallele in der Geschichte hat. Da kam 1989 im fernen Kanada ein Buch heraus mit dem Titel »Other Losses«. Es enthüllte, dass über 1 Million deutscher Kriegsgefangener in französischen und amerikanischen Lagern gestorben waren. 10-mal mehr als in den Kämpfen 1940 bis 1945 in ganz Westeuropa gefallen waren. Das Vorwort schrieb ein anerkannter Fachhistoriker der US Army, Colonel Ernest F. Fisher. Diese herausragende amerikanische Autorität sagte aus, dass die französische und die amerikanische Armee 1 Million Menschen vernichteten, so ganz nebenbei. Das Buch Other Losses rief einen Skandal unter den Politikern, Diplomaten, Journalisten und Akademikern in Westeuropa und Nordamerika hervor. Zunächst hatte der Experte in Sachen Eisenhower, der US-Schriftsteller Stephen A. Ambrose, die Entdeckungen in Other Losses unterstützt. Als er das Manuskript des Buches gelesen hatte, schrieb er, »Ich habe jetzt Other Losses gelesen und ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Seit ich anfing zu lesen, habe ich jede Nacht Albträume. Es ist eine sensationelle, ja, entsetzliche Geschichte und sie kann nicht länger geheim gehalten werden.« deren volle Wirkung weder Sie noch ich noch jeder andere sich wirklich vorstellen kann. Viele werden Sie verfluchen, viele werden Sie brandmarken, viele werden mit Ihnen streiten. Die meisten werden versuchen, Sie zu ignorieren. Als das Buch herauskam, erschien Ambrose in den Dan Rather CBS Nachrichten. Ich glaube, Jim Buck ist hier auf einen bedeutenden historischen Fund gestoßen. Für mich als amerikanischen Historiker ist es beschämend. Es gab Sadismus, Brutalität, medizinische Versorgungsgüter wurden verweigert, obwohl sie zur Verfügung standen. In einigen Fällen wurde Wasser verboten. Als sie direkt am Rheinufer waren, starben sie an Flüssigkeitsmangel. Jetzt fanden in den Ländern der Alliierten erstaunliche Szenen statt. Viele tausend Augenzeugen, die Gefangene gewesen waren, einschließlich Wachsoldaten und ein Lagerkommandant, sagten in Film, Fernsehen und Zeitungen, dass die amerikanischen Lager Todeslager waren und Other Losses die Wahrheit sei. Eine kanadische Zeitschrift machte das Buch zu einer Titelgeschichte. Nachdem das Buch in deutschen Zeitungen besprochen worden war, wurden die Herausgeber der Zeitungen mit Briefen überflutet. Einige Historiker der westlichen Allianz legten umgehend Protest ein. Nein, solch ein Massensterben gab es nicht. Der Gegensatz konnte kaum auffallender sein. Alle, die sagten, es waren Todeslager, waren in ihnen gewesen. Keiner der Historiker, die sagten, die Lager waren in Ordnung, hatte eines von innen gesehen. Es war eine historische Wiederauferstehung. Die stummen und ohnmächtigen Opfer, die lange Zeit von wenigen Mächtigen zum Schweigen gebracht worden waren, erhoben sich plötzlich als Zeugen gegen sie. Dann im Februar 1990 schrieb Stephen Ambrose eine Rezension im New York Times Book Review, in dem er widerrief, was er zuvor festgestellt hatte und sagte, Other Losses sei auf spektakuläre Weise fehlerhaft und wird als wertlos, wenn nicht schlimmer gelten, wenn die erforderliche Forschungsarbeit getan worden ist. In England gab Sir Michael Howard in Times Literary Supplement zu, dass er ein Historiker mit Rechenschwäche sei und zu inkompetent, die entscheidenden Statistiken zu beurteilen, aber nichtsdestoweniger wisse er, dass sie falsch seien, weil sie nicht seinem Standard von innewohnender Wahrscheinlichkeit entsprechen. Sir Michael lieferte keine Definition seines Standards innewohnender Wahrscheinlichkeit, was auch gleichgültig war, weil Standards festgelegt sind und Wahrscheinlichkeit variabel ist. Die beiden sind also unvereinbar.
Das verhalf dazu, nur eine Sicht der Geschichte für verbindlich zu erklären, nämlich die 1919 von der Heiligen Allianz auferlegte Sicht von Deutschland, 1945 verstärkt und noch heute gegenwärtig. Die offizielle Meinung, dass allein Deutschland die Schuld trage, weil es beide Weltkriege angefangen habe, dass seine Naziführer alle Verbrecher gewesen, in Nürnberg vor ein faires Gericht gestellt worden seien und die gerechte Strafe erhalten hätten. Diese Situation wird heute sogar durch spezielle Vorkehrungen im deutschen Strafrecht gegen das Anzweifeln wie auch das Verharmlosen von sogenannten Nazi-Verbrechen verschärft. Viele Deutsche akzeptieren das, ohne nachzufragen. Wie es vorher war, so ist es wieder. Die Deutschen werden fehlinformiert durch fehlerhafte Bücher und Filme und das zu ihrem geistigen und wirtschaftlichen Nachteil. Der Bundeswehroffizier Max Klar drückt es so aus: Deutschland ist eine Nation verwundeter Seelen. Und wenn eine Generation ihre Geschichte falsch niederschreibt, könnte die nächste wünschen, die Sache wieder mit Gewalt zu bereinigen. Das Lügen und Spionieren geht überall weiter. Nur wissen wir heute, wer dahinter steckt. Es ist der militärische industrielle Komplex, der die Heilige Allianz von Britannien, Frankreich, Kanada und den USA beherrscht. Die Sieger in beiden Kriegen gegen Deutschland. Präsident Eisenhower erläuterte den Begriff in seiner Abschiedsrede. President Eisenhower explained the term in his exit speech in January 1961. Good evening, my fellow Americans. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. Wir waren gezwungen, eine permanente Rüstungswirtschaft von gewaltigen Ausmaßen zu erschaffen. In den Gremien der Regierung müssen wir uns vor unbefugter Einflussnahme schützen, ganz gleich, ob sie vom militärisch-industriellen Komplex angestrebt wird oder nicht. Das Potenzial für den katastrophalen Anstieg von Macht aus falschen Richtungen besteht und wird bestehen bleiben. Wir dürfen niemals zulassen, dass das Gewicht dieser Kombination unsere Freiheiten oder demokratischen Prozesse gefährdet. Der militärisch-industrielle Komplex hat die Gehirne von hunderten Millionen Menschen in der ganzen Welt besetzt. Jedes Wort, jeden Gedanken. Sie kontrollieren die Steuern und die Schulden. Der Komplex hat uns völlig vereinnahmt, hat sich mit uns gleichgesetzt, hat uns militarisiert. Bit, für Byte, für Megabyte. The complex has become seamless with us, has identified with us. Militarized us, bit, by byte, by megabyte. Dieser Prozess ist gründlich und ausgiebig gewesen, beginnend mit der Zensur der Regierungsarchive durch Eisenhower in den 1940ern, um seine Vergehen gegen die deutschen Gefangenen zu verbergen. Und der Prozess geht weiter bis in unsere Tage. 1987 war Major Merritt Drucker bei der US-Armee in Deutschland stationiert. Damals erfuhr er von einem ehemaligen Kriegsgefangenen, dass ein riesiges Kriegsgefangenenlager in der Nähe von Rheinberg gewesen war. We were never told anything about this phase of US history. Most of the education that we had about Uns wurde nie etwas über diese Phase der amerikanischen Geschichte erzählt. Das meiste, was wir über den Zweiten Weltkrieg und das Schicksal des deutschen Volkes lernten, ging einfach darüber hinweg. Dieser schändliche Abschnitt in der Geschichte unserer Armee und der US-Regierung nagt schmerzlich an mir. Und bei den Rheinwiesenlagern handelt es sich um eine nie gehörte Geschichte menschlichen Elends und Leidens. Leider stellt sich mir die Situation in Deutschland so dar, dass jegliche Bemühung, die Rheinwiesenlager überhaupt nur zum Thema zu machen, Gedenkfeiern zu halten oder die Gräber zu lokalisieren, als geradezu rechtsextrem erachtet wird. Es ist äußerst schwer für deutsche Politiker, mit diesem Thema umzugehen, ohne sofort als Neonazi und Sympathisanten der äußersten Rechten gebrandmarkt zu werden. Für die meisten Deutschen ist dies ein Tabuthema. Und in den Vereinigten Staaten ist es ein Thema, worüber wir nicht schreiben und nachforschen wollen. Also aus diesen Gründen wird das Thema weitgehend verborgen gehalten. Einfach abstreiten, nicht hinsehen, nicht nachforschen, Dokumente vernichten, das ist eine Methode, Geschichte zu verhüllen. Wir müssen Geschichte besser aufschreiben, wir müssen die Militärgeschichte akkurat und objektiv aufzeichnen. We need to do history better. We need to do military history in an accurate, objective fashion.
Die Korrektheit und Ehrenhaftigkeit solch wackerer Männer wie Colonel Fisher, Alfred de Zayas, Edward Snowden oder Julian Assange ist offensichtlich. Aber wir nehmen sie kaum wahr, weil wir die heimtückisch schleichende Inbesitznahme unseres Geistes durch jedes Wort kaum merken. Die militärisch-industriellen Führer verdrehen die Worte durch die irreführende Wirkung ihrer falschen Anwendung. Zum Beispiel, Mission bedeutet Angriff, abbauen heißt auslöschen, andere Verluste bedeutet Massaker, Auftrag erfüllt steht für Auftrag fehlgeschlagen, neutralisieren heißt ermorden, intensivierte Befragung verschleiert Folter, Aktivposten bedeutet Kampfflugzeuge, einkesseln heißt in Angst und Schrecken versetzen, befrieden heißt zerschmettern, inspizieren heißt spionieren, stabilisieren heißt unterwerfen, zur Viehweide machen heißt Völkermord und Demokratie bedeutet Tyrannei. Stabilize means subjugate, pasteurize means genocide, and democracy means tyranny. These changes were conceived by the military-industrial leaders and later spread by infected journalists. Diese Bedeutungsveränderungen wurden von den militärisch-industriellen Führern erdacht und später von infizierten Journalisten verbreitet. Jedes Mal, wenn man eines dieser Worte benutzt oder hört, werden ein paar Synapsen des Gedächtnisses infiziert. Jedes Mal, wenn man das Wort Folter hört und man sein Gewissen beruhigt mit der Übersetzung, es heißt ja nur intensivierte Vernehmung, verbreitet man diese Infektion in seinem Gehirn. Die infizierten Synapsen verbreiten den Virus, bis die ursprüngliche Fassung des eigenen Ichs in eine neue Version mutiert und man geworden ist, was man gar nicht sein wollte. Nun ist man einer von ihnen. Diese allmähliche Machtergreifung ist keine feindliche Übernahme, sondern eine Fusion zwischen der Machtelite und den geschmeichelten Massen, die allzu gerne glauben, was ihnen am Ende über jeden unserer Kriege erzählt wurde. Wir haben gesiegt, weil wir rechtschaffen waren. Daraus ist nun geworden, wir sind rechtschaffen, weil wir gesiegt haben. Zur Aufrechterhaltung der in Nürnberg ratifizierten Tugend der Heiligen Allianz halten wir am Verbrechertum Deutschlands weiterhin fest. Deshalb gibt es nach dem Zweiten Weltkrieg erstaunlicherweise keinen Friedensvertrag zwischen der Heiligen Allianz und Deutschland. Deshalb wirft die Heilige Allianz den Deutschen vor, die Kriege angefangen und schlimme Untaten in ihren Konzentrationslagern verübt zu haben. Deshalb sind immer noch 100 amerikanische Militärbasen in Deutschland. Deshalb hat Deutschland hunderte Milliarden Dollar an seine Opfer gezahlt, stellt seine Waffen in den Dienst der Heiligen Allianz und Israels. Deshalb definiert die UN-Charta Deutschland bis heute als Feindstaat. Und wahrscheinlich auch deshalb zögert die bankrotte US-Regierung, die 300 Tonnen deutschen Goldes herauszurücken, die während des Kalten Krieges aus Sicherheitsgründen dort gelagert wurden. Deutschland, der folgsame Diener der Heiligen Allianz, ist nichtsdestoweniger eine der beliebtesten, fortschrittlichsten und wohlhabendsten Nationen der Welt geworden. Die Vereinigten Staaten, 1945 sicher, wohlhabend und in der ganzen Welt beliebt, erscheinen vielen Menschen heute als erschreckender, diskreditierter Kriegstreiber. Die Heilige Allianz zwang den Deutschen mit Mord und Niederlage Lektionen auf. Lernt etwas Demut, stellt eure Fehler ab, entschuldigt euch für eure Verbrechen, entschädigt eure Opfer und reduziert den Militarismus. Wir könnten den Deutschen von heute helfen zu erkennen, dass sie immer noch im Banne der Geschichte von ihrer Schuld sind. Es wäre heilsam für die Mitglieder der westlichen Allianz, Vergebung von den Deutschen zu erstreben für das, was wir getan haben. Die Deutschen haben die Lektionen aus ihren Gräueltaten gelernt. Wir haben aus unseren nichts gelernt. Vielleicht werden wir es bald tun. Eines Tages werden wir es tun müssen. One day we must.